Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. So, und wir drücken hier auch mal direkt auf Fortsetzen, denn wir haben hier einen Anruf gekriegt und den heben wir mal kurz ab. Indem du wieder mal alles geschrottet hast! Hast den Wagen aber zügig abgeliefert. Auf dich ist wohl Verlass. Und das ist gut, denn ich brauche jemanden, der zum Limousinenladen geht. Da läutet die Alarmanlage. Ich würde Feng oder Li schicken, aber die sind eingebunden. Wie oft habe ich euch gesagt, nicht Seilhüpfen zu spielen? Was ist mit dem alten Mann, der im Limousinenladen arbeitet? Oh, ich musste ihn feuern, da er mir zu vertraut wurde. Eigentlich schade. War mein Vater. Falls du wen im Laden vorfindest, dann kümmere dich drum. Du weißt, was ich meine? Ah, ja? Oh, und denk dran. Meine Kunden legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Also schnüffel da nicht rum! Würde mir niemals einfallen. Okay, wir fahren nochmal dahin. So. Ach, Mann. Uh-oh. So, ich hoffe, das ist nicht zu weit. Wenn es zu weit ist, dann skippe ich das einfach. Okay. So. Das ist ein Notfall. Das Ding ist ja voll am mittlerweile. Sorry, das ist ein Notfall. So. Jetzt aber. Okay, okay, okay. Ja. Boah, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Okay. Wir fahren jetzt erstmal Richtung das... Ich glaube, das ist noch zu weit, Leute. Ich mache mir hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da angekommen sind. Also ich. Okay, wir sind angekommen, Leute. So. Zack. Okay, hier wird anscheinend geklaut. Was macht er noch da drin? Drei. Ja. Ach so, ich muss ihn jetzt verfolgen, oder was? Oh Mann! Zack. Los! Schneller, 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 wir müssen den kriegen. Ah, bam. Perfekt. So. Kann man denn so lost sein und wieder runterfallen? Also echt. Boah. Ey. Hallo. Danke. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, Alter. Es geht mir gut. Ey, ich hasse es jetzt schon. Aber wo ist der denn bitte schön hingegangen, Alter?
Okay, er ist da drin. Na. Krieg ich aber hin, Alter. Das Auto, meine. Halt, ich bin Chase. Oh. Natalia. Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalardos. Das Papalardos? Ja, die Eisdiele mit dem Wagen. Du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Winnie Papalardos Gang arbeitet... Arbeitet Winnie denn für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das doch nicht deswegen. Okay. Interessant, interessant, interessant. Kapitel 6, das bleibt in der Familie. Okay. Ich werde wieder anrufen. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Winnie Papalardo arbeitest. Fantastisch! Was? Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Winnie Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt! Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Winnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings, du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lang. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Winnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Hey, hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Winnie Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Winnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Winnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Winnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal keinen Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Okay, auf zum Dingsbums. So. Okay. Machen natürlich wieder kurz einen Cut und sehen uns gleich wieder, Leute. So, da bin ich wieder. Ey. So, zack. Mein Auto ist ja auch komischerweise wieder. Egal. Heute habe ich echt viel zu tun. So, zack. So. Wir müssen anscheinend hier rein. Ich weiß nicht warum, aber da steht da so. Ja. Wenn du deiner Mitspiel. Wenn du und dein Mitspieler Lego City erkunden möchtest, könnt ihr euch aufteilen und gehen, wohin ihr wollt. Okay.
So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich machen sollte. Aber egal. Hey, was sollte ich jetzt hier nochmal machen? Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Das freut mich für dich. Hä? Ich sollte doch hier hin, oder nicht? Oder bin ich falsch? Ah. Mann, ey, das ist immer so kacke, wenn man nicht genau weiß, wo man hin soll. Bei den Spielen. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil ich zu blöd bin, das tatsächlich zu sehen. Ja? Ich frage besser mal Chuck hinter der Station nach dem Gefangenentransporter. Ah, hinter der Station. Hier, yeah, so. Zack. Ah, da muss ich hin, okay. Das Shark, okay. Hallo, Officer McCain. Habe Sie schon erwartet? Bestens. Sie haben also einen Gefangenentransporter für mich? Ja, aber sicher doch. Allerdings kann ich für die Sache wirklich Ärger kriegen. Dann könnte ich mich vielleicht revanchieren. Das wollte ich hören. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. Stellen Sie die Kiste hier ab. Ist ein Motorrad, das ich bestellt habe. Okay. Ach du Schande! Da fehlen ja die Räder. Könnten Sie mir welche besorgen? Ja. Jetzt muss ich Reifen finden, ey. Wo kriege ich denn jetzt hier Reifen her? Ich dich hinter der Polizeischule nach zwei Rädern. Gehe mal stark davon aus, dass hier unten zwei sind. Okay. Doch nicht. Wir müssen doch irgendwo zwei Reifen sein, also ganz ehrlich. Wo sind die? Ich bin hinter dem Dingens, Alter. Fläche drin. So. Nee. Ah, hier ist was. Hä? Sind hier Reifen drin oder was? Nö. Also ich habe echt keine Ahnung, wo die sein sollen tatsächlich. Wahrscheinlich muss ich das gleich googeln. Ich bin doch Polizist. Wieso kann ich nicht da rein? Egal. Okay, also hier sind die nicht. Hier sind sie auch nicht, ne? Nee. Vielleicht da oben oder was? Hm.
weiß ja nicht, ob hier jetzt tatsächlich Reifen sein sollen. Ich denk mal, hier sind die auch nicht. Nee. Vielleicht hier oben? Also wenn ich die jetzt nicht finde, dann google ich das einfach kurz. Was ist denn hier oben? Aha. Ja, Leute, ich muss das eben kurz googeln. Ich finde das hier sonst nicht. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade hier einen Reifen gefunden. Der war hier in diesem Dingen drin. Ja. Den bringe ich jetzt dahin. Aber den anderen Reifen, also den zweiten, habe ich trotzdem nicht gefunden. Naja. Eins haben wir. Fehlt noch eins. Ist ja schließlich kein Einrad. Ja, ich denke mal, das andere ist hier oben. Weil wie kann man nur so schlecht sein, Alter? So. Mann. Ey. Warum leckt die Scheiße denn so jetzt schon wieder? Ja, Leute, ich komme gleich wieder. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei, der so in der Bibel schon verlinkt. Aktiviert den Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Haut rein, Leute, also, dann ciao.